So, da sind wir wieder. Let's play Pokémon Weiß Together. Und ja, bin immer noch da. Habe ich ja angekündigt, ich mache 2 Folgen. Da nehme ich lieber einen Schutz für die, auch wenn es nur ein kurzes Stück ist. Das ist mir definitiv zu viel Gras. Oh, und die brauche ich so oder so ganz dringend. Kaskade. So, hier oben war man noch nicht. Die Eistüte ist noch vorne, wenn ich mich recht entsinne. Auf einer Anhöhe stehen sich 2 Gestalten gegenüber. Du und ich. Veteran Haley. So, und jetzt habe ich es natürlich geschafft, eins der wenigen Pokémon vor mir zu haben, die allen Attacken von der Eistüte resistet. Aber das macht nichts. Die Eistüte kann schließlich auch genug Schaden machen, um das Viech auch so kaputt zu hauen. Ein Flampivian. Ja, da möchte ich jetzt auch wechseln. Können wir Nick mal kurz reinschicken. Und dann kriegt er einen Surfer. Vigicheta. Ja, da können wir die Eistüte jetzt wieder reinhauen. Vigicheta ist zwar meines Wissens ein bisschen schneller als die Eistüte, wobei es der Levelunterschied hier doch noch genug ausmachen sollte. Ja, macht er auch. Ich weiß nicht, kommt man nochmal auf diese Insel drauf? Ansonsten würde ich schon noch schauen, dass ich da noch ein bisschen was erkunden kann. Ich muss jetzt direkt mal schauen, ob man da unten noch irgendwo anders hinkommt. Kaum hat man keinen Schutz mehr, schon kommt bei jedem Schritt ein Pokémon. Oder jeden zweiten. Ach, wer hat sich das ausgedacht, dass in Schwarz und Weiß die Encounter Rate so verdammt hoch sein muss? Am besten gar nicht rennen. Hier scheint es nirgendwo noch irgendwo hinzugehen. Also, muss ich mal schauen, wo man da, wie man da oben noch hinkommt. Vielleicht kommt man da ja später noch irgendwo hin. Ich sollte wieder Schutz anmachen. In Omega Rubin und Alpha Saphir ist die Encounter Rate so angenehm, weil vor allem auf dem Meer, da findet man vielleicht alle 100 Schritte mal ein Pokémon. Also, super Schutz wieder an. Ja, schauen wir mal, wo wir hinkommen, wenn wir hier hin.
Naja, interessant. Das sind ja tolle Rundfahrten hier. Ach, das P2-Labor. Die Dubio-Disk. Je mehr Kämpfe ich mit meinem Pokémon bestreite, desto glücklicher bin ich. Schön für dich. Ja, der Forscher Idris und ein Deponitox hat er. Na dann kriegt er jetzt erstmal einen Eisstrahl. Tiefgefrorener Müll. So. Und genau diese TM wollte ich auch noch haben. Der Dönerblitz. Jetzt muss ich mal schauen, wo ich hier noch überall hinkomme, ohne von einer Strömung mitgerissen zu werden. Gibt's hier irgendwas? Ja, hier ist was. Eine Riesenperle. Da oben noch was sein. Ah, hier. Ups, nicht Sonnenschein. Ich wollte den Superschutz haben. Ups, das ist auch ein... wieso verschieben sich die Items hier immer so stark? Schön, hier kommt man auch wieder in die Strömung rein. Wo kommt man hier hin? Ach, hier waren wir ja schon. Hier haben wir angefangen. Na gut, ich habe genug von diesem Ort. Da hinten waren zwar jetzt noch Items, aber mein Gott. Da sind wir wieder schön auf unserer Route 1. So, jetzt muss ich direkt mal schauen, wo wir als nächstes hingehen. Ups, das war der falsche. Ich wollte die Karte haben. Also den ersten Weißen haben wir hier gefunden. Dann, wo sind denn die anderen? Ich meine, dass einer in der Traumbrache war. Dann, in der Grundwassersenke können wir auch nochmal nachschauen, ob im ewigen Wald einer war, weiß ich jetzt nicht mehr. Einer ist im alten Palast. Hier im Tiefkühlcontainer ist auch einer. Der Violatius hat sich da, glaube ich, wieder eingenistet. In der Elektrolithöhle bin ich mir auch ziemlich sicher, dass dort einer war. Hier war keiner, Drachenstiege war auch keiner, Wendelberg glaube ich auch nicht mehr. Mehr das Moor von Nevaio, ich weiß es nicht, da war keiner. Da hinten gibt es auf jeden Fall noch welche. Ich weiß jetzt aber nicht mehr genau wo, aber ich glaube auf Route 14 war einer. Wir müssen die ganzen Orte einfach mal absuchen. Ich weiß nämlich nicht mehr auswendig, wo sie alle waren. Ich weiß es nur noch ganz grob.
Hey, ich bin durchs Gras gekommen, ohne dass ein wildes Pokémon mich angesprungen hat. So. Ich schaue als nächstes mal zur Traumbrache. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich dafür einen Zerschneider brauche. Könnt ihr eigentlich auch mit dem Fahrrad fahren? Fällt mir gerade so ein. Oh, und hier können wir auch noch was machen. Die ganzen alten Routen abklappern. Oh, und es ist gerade 18 Uhr geworden. Hat man gerade gemerkt, es ist gerade etwas dunkler geworden. In Yorklef. Muss ich erstmal schauen, ob ich hier einen Zerschneider unbedingt brauche oder hier, wenn ich hier hinten rein will. Ja, da komme ich auch nicht hin. Okay, ich brauche den Zerschneider. Das heißt, ich muss mal einen guten alten Kollegen wieder vom Pokémon Center abholen. Ach Gott, ja. Das Ding haben wir auch noch nicht gemacht. Du hast zum ersten Mal das Spiel durchgespielt, da verhältst du weitere Hintergrundbilder. Ja, wenn ich die in einem Playthrough überhaupt mal verwenden würde. Hier haben wir ja noch unser schönes Zekrom. So, wer konnte denn hier eigentlich nochmal den Zerschneider? Du konntest den, ja. Wen lassen wir denn mal ganz kurz da? Ich lasse Timon mal ganz kurz da. Der ist eh ein bisschen überlevelt. Der musste aber auch einiges machen in dem Kampf gegen N und Gitzis. Sowieso noch ein Item. Ich frage mich gerade wieder, wie man da hinkommt. Da unten kommt man ja offensichtlich nicht vorbei. Da ist auch nirgendwo ein Durchgang. Wie kommt man nochmal dahin? Gerade minimal überfragt. Ah, man kommt hier doch vorbei. Dann gibt es hier jetzt wahrscheinlich ein Ordoch. Das ist aber so ein kleines Level, dass es mich nicht interessiert. Dann räumen wir da unten noch auch mal ein bisschen auf. Die Pokémon sind wundersame Kreaturen. Der Kampf ist keine schlechte Methode, um sie zu studieren. So, mal schauen, welches Level die hier unten haben. Ah, die sind schon Level 60. Interessant. Das heißt, ab hier muss ich mich jetzt sogar wirklich anstrengen. Traumato möchte ich lieber physisch angreifen. Na gut, da kommen, die kriegst du noch hinterher.
Level 49. Und dein Hypno hat er auch noch. Na super. Nick, das ist ein Job für dich. Ich glaube zwar nicht, dass du es damit one-hitten kannst, aber ein Two-Hit würde reichen. Und der ist natürlich schneller. Und macht ganz schön viel Schaden. Ach ja, und der Seher ist ja auch noch da. Komm schon, mit Sturz, was sollte das aber reichen? Somnivora. Das war sehr, sehr knapp gerade. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich mal kurz rausgehen soll und Timon wieder mitnehmen soll. Für Notfälle. Die Ampelleuchte verwirrt heute aber ganz schön häufig. Dafür, dass die nur 10% Chance drauf hat. So. Wir haben doch irgendwo noch Hypertränke, oder? Ah, ja, hier. Ach, das sind diese Ausweichtrainer. Ich will hinter die Geheimnisse der geheimnisvollen Kräfte der Psychotrainer kommen. Putzi. Ach, da kann die Eistüte gerade wirklich nichts machen. Da muss lieber jemand ran, der sich besser mit Wasser-Pokémon prügeln kann. Bauchtrommel, sehr gefährliche Attacke. Gefährlich für beide Seiten. Wenn es funktioniert, dann kann es richtig wehtun. Aber die Hälfte der KP zahlen zu müssen, ist natürlich kein geringer Preis. Somnivora, wieso musst du so viel aushalten? Wieso machst du so viel Schaden? Na gut, das sind 15 Level Unterschied. Die machen schon was aus. Ein Parasect. Das Viech hat zwei Doppelschwächen. Feuer und Flug. Gerade diese Flugschwäche will ich mal schön ausnutzen. So. Schick Petri mal wieder nach vorne. Und dann gibt es noch eine Kumu-Milch für Elispin.
glaube, ich lasse an dieser Stelle den guten Kozu weiterspielen. Irgendwie. Na ja, gut, ich habe den letzten Part leicht überzogen. Dafür höre ich jetzt mal bei genau 20 Minuten und irgendwie 40 Sekunden auf. Wir sehen uns jetzt beim übernächsten Mal. Viel Spaß!